Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Einsetzung einer Enquetekommission, Zukunft der Medienordnung und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland im Zeitalter umfassenden Wandels der öffentlichen Kommunikation und des Medien- und Pressewesens. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Martin Renner für die AfD-Fraktion. Hochverehrtes Präsidium, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir reden hier und jetzt über den Zustand und die Zukunft der Medienordnung und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Unsere Medienordnung entstammt der analogen Steinzeit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk entstammt des medialen Mittelalters. Doch die digitale Revolution der Neuzeit zwingt alle Medien ins Internet. Und das schafft einen Haufen Probleme, juristische, politische, kulturelle und auch gesellschaftliche. Der Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung hat das schon im Jahr 2018 sehr deutlich aufgezeigt. Dort steht erstens, das Internet ist global angelegt. Doch der demokratische Diskurs findet nach wie vor auf nationaler Ebene statt. Zweitens, die Medien, auch als vierte Gewalt bezeichnet, haben einen unverzichtbaren demokratischen Auftrag zu erfüllen. Stimmt alles? Ich sage, die Medien sollen die Kontrolleure der politischen Macht sein und nicht die Herolde der politisch Mächtigen. Nur der Transport aller Informationen durch die Medien ermöglicht die öffentliche freie Meinungsbildung. Und das ist die Voraussetzung zur demokratischen Teilhabe des Bürgers. Nur der Transport in der Medienpolitik ist dann auch gleichzeitig Gesellschaftspolitik. Der Deutsche Bundestag, die Legislative, hat sich deshalb zu solchen fundamentalen Fragestellungen unserer Demokratie und eine zeitgemäße Meinung zu bilden und Regelungen zu beschließen. Wenn wir über die Medien sprechen, dann natürlich auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie sind die mit Zwangsgebühren vollbetankten Schlachtschiffe unserer Medien, bemannt mit haltungsstarken Journalistenmatrosen. Das weiß sogar Tom Buro, wenn er zwar nicht als Intendant des WDR, sondern als Privatmann auftritt und eine Rede zum Zustand unseres Rundfunks hält. An dieser Stelle einen ganz ausdrücklichen Dank für seine wichtige und zukunftsweisende Rede jüngst in Hamburg. Er fordert eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und zwar jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Die übergroße Mehrheit der Bürger möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Ausgestaltung nicht mehr. Und schon gar nicht mit Zwangsgebühren ausgestattet und finanziert. Wir wissen, woher dieser Unmut der Bürger kommt. Werden heutzutage alle verfügbaren Informationen transportiert? Nein. Werden heute alle politisch und gesellschaftlich relevanten Gruppen abgebildet, objektiv und neutral? Nein. Erleben wir in den Medien tatsächlich diese hochgepriesene Meinungsvielfalt? Nein. Wird die Gesellschaft durch die Medien in gute Menschen und böse Menschen gespalten? Ja. Auf der rauen See der wahren Meinungsvielfalt, der echten Ausgewogenheit, der kontroversen Debatten und der wirklichen Objektivität in der Informationsvermittlung haben gerade die öffentlich-rechtlichen Schlachtschiffe massive Risse im Rumpf und bereits besorgniserregende Schlagseiten. Die Haltungsjournalisten auf diesen Schlachtschiffen haben mitnichten die Aufgabe, die Meinung der politisch Herrschenden zur herrschenden Meinung in der Gesellschaft zu machen, sondern vielmehr haben sie die Aufgabe, zu prüfen und gegebenenfalls in Frage zu stellen. Ja, die digitale Transformation bedeutet jetzt die große Fahrt auf die Weltmeere im Internet.
die letzten kleinen Schiffchen der einst wirkmächtigen, vielfältigen und meinungsbildenden Printmedien treffen jetzt im Netz auf die global agierenden Oligopole, auf die Plattformbetreiber des Big Data, des Big Money, des Big Business. Und gleichzeitig und noch dazu werden die darbenden Printmedien durch die Öffentlich-Rechtlichen immer weiter abgedrängt und vielleicht letztlich versenkt. Im jüngsten Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2021 sinniert man bereits über die Umsetzung und Machbarkeit von kooperativen Medienplattformen im Netz. Es dürfen also manche Printmedien als Begleitboote mitschippern an der Seite der öffentlich-rechtlichen Schlachtschiffe, die über einen mit 8,4 Milliarden Euro prall gefüllten Zwangsgebührentank verfügen. Doch nach welchen Kriterien soll denn diese Auswahl dann getroffen werden, dieser Begleitboote? Spielt das Parteieigentum an den Medienverlagen hier eine Rolle oder eher doch ideologische Kameraderie? Demnächst also öffentlich-rechtliches Internet. Also eine noch stärkere Verbrüderung von Politik und Medien zur wirksamen Bevormundung und Erziehung der Bürger. Und das, meine Damen und Herren, wäre das Ende der notwendigen Meinungsvielfalt. Ein Waterloo für die Demokratie. Und deshalb fordern wir eine solche Enquete-Kommission, die alle diese juristischen, diese kulturellen Dinge aufarbeitet und dem Parlament zur Verfügung stellt, um ordentliche Entscheidungen zu treffen. Dankeschön. Nach unseren Regeln bin ich durchaus befugt, nach der dritten Aufforderung sofort Ihnen auch das Wort zu entziehen. Ich will das nur an dieser Stelle anmerken. Auch das steht Ihnen nicht zu, die amtierende Präsidentin, welche Sie nicht angesprochen haben, hier im Stuhl zu rügen. Wenn es da was zu rügen gibt, ist der Ort der Ältestenrat eine weitere solche Auffälligkeit, und dann gibt es einen Ordnungsruf. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Helge Lindt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es Ihnen ja als AfD ernsthaft um die gegenwärtigen Skandale beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ginge, also um Fragen von Korruption, Untreue, Vorteilsnahme, Nepotismus, dann würden Sie das ja in irgendeinem Wort in Ihrem Vortrag oder in dem Antrag erwähnt haben. Sie tun das aber nicht. Und das ist äußerst verräterisch. Sie kommen sofort zur Grundsatzdebatte, zur allgemeinen Ausführung über die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über die angebliche Linkslastigkeit und all das. Und diese Form dieser extrem durchschaubaren Instrumentalisierung, wenn Sie Ihren Abgesang auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk singen, die ist verwerflich, sie ist unredlich. Und sie ist übrigens unredlich, egal wer das betreibt. Denn kein Mensch kann mir erklären, inwiefern diese Skandale, heftigen Skandale von Korruption, von Missbrauch öffentlicher Gelder, von Missbrauch von Beiträgen dadurch bearbeitet würde, dass wir jetzt Debatten führen über die Zahl von Rundfunkorchestern, über die Programmgestaltung oder Ähnliches. Das sind zwei getrennte Debatten. Und es ist einfach unsauber, unredlich und reiner Missbrauch, das so miteinander zu verbinden. Und kommen wir dann zu Ihren inhaltlichen Ausführungen, die ja im Mittelpunkt dessen stehen. Es ist ja ein rein gesinnungspolitischer Ansatz, den Sie hier vorgestellt haben. Sie beklagen ja, dass immer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestimmte Opfergruppen zu stark erscheinen, betonen so Märtyrerhaltung und Viktimisierung. Sie sind aber die Großmeister der Viktimisierung und gerieren sich hier eben wieder als die Märtyrer, die ankämpfen gegen das Establishment. Sie leben aber von diesem Establishment. Ohne dieses Establishment sähe es keiner von Ihnen hier. Sie sollten also dankbar sein und nicht die treten, dem Sie Ihre Existenz verdanken. Unsere Meinungsfreiheit ist so groß und die Freiheit, dass wir sogar Sie erdulden und Sie die Möglichkeit haben, hier sprechen zu können. Zum Zweiten prangern Sie ja in der Begründung Ihres Antrages auch die Kulturkämpfer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und im Journalismus an.
Es gibt aber keine größeren Kulturkämpfer als Sie. Und was ist, wenn man behauptet, es gäbe Kulturkämpfer, ist Wirklichkeit aber selbst ist, das nennt man Doppelmoral. Sie sind also auch die Weltmeister der Doppelmoral. Dritter Punkt. Sie klagen ja in den Reihen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch hier sehe ich nicht den Zusammenhang zu den gegenwärtigen Skandalen. Sie klagen Identitätspolitik an. Wer macht denn in diesem Haus und diesem Land mehr Identitätshuberei und Identitätspolitik als Sie? Insofern formulieren Sie da offensichtlich eine Anklage gegen sich selbst. Und dann der nächste Punkt, vierter Punkt. Auch das wieder in Ihren Elogen jetzt längst nicht zum ersten Mal wahrzunehmen. Sie kritisieren, Kollege, wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dramatisiert würde, wie skandalisiert würde, wie einzelne Themen, Klima. Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich freue mich. Ja, danke schön, Herr Lind, dass Sie die Frage zulassen. Sie sagen hier, wir hätten die Skandale, die aktuellen Skandale, die in der Tat haarsträubend sind, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht angesprochen. Sie haben wahrscheinlich die letzte Debatte hier nicht verfolgt oder waren Sie nicht anwesend, wo wir das ausführlich getan haben, sowohl Kollege Renner als auch ich. Und Sie werfen uns vor, sozusagen damit Populismus zu betreiben. Also das genaue Gegenteil wäre doch der Fall. Also wenn wir das jetzt hier gemacht hätten, dann wären Sie jetzt wieder mit dem Populismusvorwurf gekommen und sozusagen diese ernsthafte dieser Blick auf die Struktur, das ist es doch, worum es uns hier allen zu tun sein muss. Und jetzt frage ich Sie, glauben Sie nicht, dass diese Skandale eben möglich geworden sind, weil es in den Strukturen hakt, weil dort Verfilzungen stattfinden seit Jahrzehnten, weil die Aufsichtsräte nicht funktionieren etc., weil sie eben politisch besetzt sind? Ist das nicht der Grund, weswegen es zu diesen Skandalen gekommen sind? Oder wollen Sie das alles abstreiten? Und dann noch eine Frage zu Ihrer Aussage, wir würden uns hier in die Opferrolle gerieren. Ich frage es jetzt mal ganz objektiv. Wissen Sie, wie viele AfD-Exponenten im vergangenen Jahr in den öffentlich-rechtlichen Talkshows zu Wort gekommen sind? Und haben Sie das mal in Relation gesetzt mit den Exponenten Ihrer Partei oder der Grünen Partei, die deutlich auch damals noch kleiner war als wir? Haben Sie das getan? Und wenn ja, sind Sie zum Schluss gekommen, das ist alles gerecht so und es ist genau richtig so, dass die AfD ausgeschlossen wird aus der öffentlichen Debatte. Bitte nehmen Sie mal Stellung zu diesen zwei Punkten. Danke schön. Ich danke ausdrücklich für diese Frage, die mir ja wunderbare Vorlagen gibt. Deswegen ist das so eine Art Dienstleistung Ihrerseits. Zum einen haben Sie es ja selbst benannt. Also ich muss es gar nicht aussprechen, Sie haben aber Populismus gleich benannt. Also Sie benennen gleich selbst das, was Sie tun. Dafür bin ich Ihnen erstmal dankbar. Zum Zweiten, wenn Sie diese Kausalität ja sehen, also wie Sie eben ausgeführt haben, dass jetzt Ihre Ausführung hier auch in dem Antrag zur Einrichtung einer Enquetekommission im unmittelbaren Zusammenhang mit den Skandalen um Machtmissbrauch, Verschwendung von Mitteln, sogar kriminellen Delikten wäre, warum schreiben Sie das nicht in den Antrag hinein? Und warum hat Herr Renner das nicht hier ausgeführt? Es ist eine etwas dünne Begründung, dass Sie in der vergangenen Debatte das getan hätten. Sie haben es hier nicht getan. Insofern muss ich Sie leider an dem messen, was Sie hier vorgetragen haben und was hier vorliegt. Und im Übrigen würde es, selbst wenn Sie es täten, logisch überhaupt nicht funktionieren. Denn Ihre ganzen Ausführungen eben in der Rede, in diesem Antrag, haben überhaupt nichts zu tun und bringen keinen Millimeter Fortschritt bei der Bekämpfung der Missstände, über die wir reden. Und das ist ja der Verrat, den Sie begehen. Und das finde ich das Besondere. Sie verraten die Mitarbeitenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks doppelt. Nämlich, indem Sie nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und all diejenigen, die da arbeiten, unterstützen in ihrer tagtäglichen Arbeit, diejenigen, die nicht betrogen haben, sondern die für die Demokratie hier mit kritischem Journalismus arbeiten. Und zum Zweiten tun Sie so, als ob deren Situation verbessert würde durch Ihren Antrag. Mitnichten ist das der Fall. Und zum nächsten Punkt. Da haben Sie auch vorgeführt, was ich gesagt habe. Deshalb war das hier so eine Art performative Bestätigung meiner Ausführung. Ich habe hier gesagt, Sie gerieren sich als Märtyrer. Sie haben das
verneint und haben dann eben selbst wieder sich als Märtyrer dargestellt. Das finde ich etwas selbstwidersprüchlich. Die AfD kann sich wahrlich nicht beschweren über Präsenz im privaten wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieses Land bietet Ihnen als erklärten Gegnern der Demokratie und ihrer Werte in diesem Land reichlich Raum. Und sie bietet auch ihren Paralleluniversen, all ihren Kanälen, die sie bedienen, Möglichkeiten. Die Plattformen, die Sie dort zitieren, Achse des Guten, Tichys Einblick und so weiter, sind die verboten? Sind die untersagt? Nein, Sie können Ihren Irrsinn und Ihren Widersinn und Ihren Rassismus und Ihren Populismus täglich unbeschränkt in dieses Land hinausblasen. Also hören Sie endlich auf mit diesem unerträglichen, mimosenhaften Selbstmitleid. Und das ist es ja nämlich. Sie klagen andere an und behaupten, die würden dramatisieren und die würden ihr Schicksal, das ist ja auch ihr Geschäftsmodell, Minderheiten würden ihr Schicksal in Vordergrund stellen. Sie sind es doch. Sie sind doch die Drama-Queens par excellence der deutschen Politik in ihrem Auftreten. Und das auch noch in einer extrem patriarchalen Form. Und kommen wir weiter zu Ihrer nicht nachvollziehbaren Logik. Wenn Sie ja, und ich versuche ja, mich hineinzudenken in Ihr Paralleluniversum und Ihren Antrag, wenn Sie ja behaupten, dass die ganze Plattformisierung und Oligopolisierung Sie aufregt, Sie bekümmert, warum wollen Sie dann genau das, was ein Korrektiv darstellt, nämlich Qualitätsjournalismus, nämlich ein starker, guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, abwickeln? Warum wollen Sie dieses Gegenmittel gegen die toxischen Entwicklungen, die angeblich Sie so besorgen, einfach beenden? Das ist scheinheilig und auch das ist wieder doppelmoralisch und widersprüchlich. Kurzum, wenn das so käme, was Sie da fordern, wenn also diese Enquete letztlich das Ergebnis brächte, was Sie sich wünschen, dann hätten wir tatsächlich eine Landschaft, in der Desinformation und Hass viel größere freie Räume hätten. Das wäre für Sie sicher eine bequeme Situation. Die Pointe ist aber, glaube ich, dass Sie das sich gar nicht unbedingt wünschen. Sie wünschen gar nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschwindet, denn Ihr Business Case ist ja, dass Sie als Anti-Establishment diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder anklagen können und in dieser selbstgewählten Rolle des Anklägers sich so großartig finden. Deshalb wollen Sie auch gar nichts ändern. Sie sind null interessiert an faktischen Reformen. Ihnen kommt es darauf an, anklagen, skandalisieren und popularisieren zu können. Das ist der Punkt dahinter. Deswegen, glaube ich auch, dürfen wir diesem Druck, den Sie versuchen zu erzeugen, nicht nachgehen, übrigens auch nicht in Reihen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich warne davor, dass Sender sich unter Druck setzen lassen und in vorauseilendem Gehorsam diesem Druck auch nur ein bisschen nachgeben. Bekanntlich ist sprichwörtlicher Selbstmord aus Angst vor dem Tode kein gutes medienpolitisches Konzept, und deshalb sollte man das auch nicht anwenden. Und im Übrigen, das erlauben Sie mir auch noch, als jemand, der ausdrücklich für Reformen beim Programm ist, auch für mehr Partizipation. Ich finde, wir sollten mal die Verhältnismäßigkeit auch sehen. Wir haben Revolution jetzt im Iran und an vielen anderen Stellen. Aber sicher nicht löst eine Rede im Überseeclub in Hamburg eine Revolution aus. Also lassen wir da mal die Kirche im Dorf. Zum Nächsten, wenn Sie so den Untergang der Demokratie beschwören, hier sehen, dass die Freiheit auf dem Spiel steht, dass wir ein essentielles Problem hätten mit der ganzen Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wo haben wir denn wirkliche Probleme? Fragen Sie mal die Opfer des NSU, die seit Jahrzehnten nicht eine Berücksichtigung erfahren. Fordern Sie dafür Enquete-Kommissionen? Nein. Oder Hanau? Das sind essentielle Fragen und Skandale der Demokratie, aber gewiss nicht der Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also, hören wir auf mit dieser Politik der politischen Instrumentalisierung. Hören Sie auf damit, plötzlich runde Tische zu begrüßen und große gesellschaftliche Debatten, wo Sie das sonst immer ablehnen. Das ist durchschaubar. Das zerstört Vertrauen in die Politik. Und damit machen Sie genau das, was Sie am öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Christiane Schenderlein das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
In der vergangenen Woche gab es tatsächlich eine viel zitierte Rede eines Intendanten, der durchaus den Finger in die Wunde legte und so eine Art runden Tisch forderte für die Zukunft, zur Diskussion für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber es gab auch eine andere Nachricht, die gar nicht so sehr viel Beachtung fand, die aber auch für die Zukunftsdiskussion einen ganz konkreten Zugewinn darstellt. Und zwar gab das CDF bekannt, die eigenen Algorithmen für ihre Mediathek offenzulegen. Seit vergangener Woche können Nutzerinnen und Nutzer genau nachlesen, wie ihre persönlichen Empfehlungen zustande kommen. Und im Gegensatz zu großen Internetplattformen zielen die Algorithmen des Öffentlich-Rechtlichen eben nicht auf Vorlieben und Häufigkeit. Nein, es werden immer auch Angebote gemacht, die über den Horizont hinausgehen. Das heißt, keine Filterblasen, keine Echokammern und keine gleichgerichteten Informationsangebote. Und genau das ist die Leistung unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der es auch immer wieder neu beweisen muss und sich fragen muss, schafft er es, die Menschen mit ihrem Programmangebot oder seinem Programmangebot umfassend, vielseitig und fundiert zu informieren? Und erreicht er es tatsächlich, alle Menschen zu erreichen? Und besonders in Krisensituationen wie der Corona-Krise, dem Krieg in der Ukraine und die Energiekrise sind eben nicht Meinungen oder Fake-Bilder entscheidend, sondern richtige Fakten, das ist die Grundlage für die eigene Meinungsbildung. Und im Kern geht es also um die Objektivität, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit. Und es ist tatsächlich so, zwei Drittel der Bevölkerung, über zwei Drittel, vertrauen der Berichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen. Und die Anzahl auf die Zugriffe der öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportale ist beachtlich. Doch nicht erst seit den aufgedeckten Missständen an der Spitze des RBB rollt eine Welle von Kritik über den ÖRR hinweg. Und auch wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind kritisch und aber auch überzeugt, wenn wir nicht jetzt ernsthaft etwas an den Strukturen ändern, wird die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schwinden. Und genau darin sehe ich eine Gefahr. Denn dort, wo es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, erleben wir polarisierende Gesellschaften. Wir erleben ein Zurückgehen von Partizipation, von demokratischen Entscheidungen und eine Radikalisierung der Gesellschaft. Nur der Bundestag ist für diese Debatte allerdings genau der falsche Ort. Denn für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind allein die Landesparlamente zuständig. Und vor diesem Hintergrund ist der Antrag als Ganzes als unzulässig zu bewerten. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder haben sich im Oktober auf einen neuen Medienstaatsvertrag geeinigt. Und bereits 2016 wurde die Arbeitsgruppe der Länder zum Thema Auftrag und Strukturoptimierung der Rundfunkanstalten eingesetzt. Und sie hatten den Auftrag, eine Reform auszuarbeiten. Und im Ergebnis, der Auftrag wird geschärft. Der Online-Auftrag fortentwickelt, die Sender können mehr Programme ins Internet verlagern und die Aufsichtsgremien erhalten auch mehr Aufgaben. So können sie und sollen sie die Qualität des Programms kontrollieren. Und in einem zweiten Teil des Reformprozesses geht es um die Finanzierung. Und das ist ja auch richtig, denn die Finanzierung folgt dem Auftrag. Das ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil, was entscheidend ist und was in Ihrem Antrag auch nicht beachtet wird. Und was den Reformprozess anbelangt, gehört natürlich zur Wahrheit dazu, dass der ganz große Wurf zur Strukturreform damit noch nicht getan ist. Denn die Effizienz, das heißt die Frage, welche Sender welchen Programmauftrag erfüllen sollen, diese Debatte müssen die Länder, die Rundfunkkommission und die Sender gemeinsam miteinander führen. Das heißt, die Frage nach dem Ob, die stellt sich nicht. Das Wie ist zu diskutieren. Und wir stehen zu einem von der Allgemeinheit finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und im AfD-Antrag hingegen wird das offen in Frage gestellt. Da heißt es, Einschätzung der Notwendigkeit, Zulässigkeit und Legitimität eines gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist eine Offenbarung. Wozu brauchen Sie da noch eine Kommission? Und das ist auch schon angesprochen worden. Sie proklamieren stets die angebliche Staatsnähe des Öffentlich-Rechtlichen und versuchen dann aber genau in die Gremien eben dieser Medien hineinzugelangen. Das ist ein klarer Widerspruch. Die Angriffe auf die Pressefreiheit bis hin zur Zensur, das ist oft das erste Mittel von Antidemokraten, Diktatoren und Kriegsherren. Und erst am Mittwoch bei den Gedenkveranstaltungen zum 9. November haben wir uns auf die Werte Freiheit und Demokratie besonnen. Und ein entscheidender Grundpfeiler zur Bewahrung dieser Werte ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und das Resümee
An den Grundpfeilern unserer Demokratie dürfen wir nicht rütteln. Und das sollten Sie auch aus der Geschichte gelernt haben. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Erhard Gründel das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Intention des vorliegenden Antrags ist mehr als durchsichtig. Hier soll ein wichtiges Instrument parlamentarischer Kontrolle zur Showveranstaltung degradiert werden. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich in einem fortlaufenden Reformprozess befindet, spielt für Sie da drüben auch gar keine Rolle. Schließlich ist nicht Reform Ihr Ziel, sondern das Infragestellen und Zerstören des Öffentlich-Rechtlichen. Der ÖRR ist all denen ein Dorn im Auge, die sich vor den Fakten fürchten, die die Klimakatastrophe und die Pandemie für Erfindungen halten und die die globalen Krisen im Breitband-Newsfieber wegfantasieren. Wie die Strategie rechts außen funktioniert, sieht man, wenn man zum Beispiel nach Ungarn schaut. Private Medien werden da von Orbán-Freunden aufgekauft. Außerhalb von Budapest gibt es kein Radio, Fernsehen, keine Zeitung, die nicht von Orbán oder seinen Kumpels kontrolliert wird. Unabhängige Journalistinnen werden als Agenten diffamiert. Bei meinem Besuch in Polen vor einigen Monaten war auch die staatlich gelenkten Medien ein Thema. Es ist eine Tatsache, dass sämtliche Regionalzeitungen in der Hand regierungsnaher Konzerne sind. Damit fehlt in diesen beiden Ländern etwas ganz Entscheidendes: Regierungskontrolle durch freie und handlungsfähige Medien und faktenbasierte Kritik an den politischen AkteurInnen. So ein Mediensystem mit Maulkorb und Fußfesseln wünschen sich vielleicht die Antragstellenden hier. Das wird es mit uns aber nicht geben. Zur diversen Medienlandschaft in Deutschland gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Er ist eine tragende Säule unserer Demokratie, ein Garant für Freiheit und Vielfalt. Wer seine Legitimität und Funktion infrage stellt, der gefährdet Grundprinzipien unserer Gesellschaft. Der ÖRR ist keinem Parteiinteresse verpflichtet. Es kann Ihnen zum Beispiel passieren, dass Sie an einem unschuldigen Dienstagabend, wie zum Beispiel am 20. September diesen Jahres, bei Maischberger einen Auftritt von Alice Weidel und wenn Sie dem menschlichen Impuls des Umschaltens folgen, dann bei Markus Lanz Frau Wagenknecht mit ihren steilen Thesen sehen können. Das mag als Erlebnis schon schmerzhaft sein. Aber egal. Es ist die Vielfalt der Meinungen, auch wenn sie abstrus sind. Und dafür stehen die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, man darf in Deutschland alles sagen, aber man muss es dann auch ertragen und darf nicht rumheulen, wenn man Gegenwind bekommt. Es sind Journalistinnen, die nach ihren handwerklichen Standards und ihrem Kodex unabhängig entscheiden, worüber sie und wie sie berichten. Und das ist entscheidend für unsere Demokratie, entscheidend für unser Land. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind eine starke Antwort auf demokratiefeindliche Entwicklungen. Wir wollen die Meinungsbildung nicht milliardenschweren Konzernen wie Google und Facebook überlassen, die eigene wirtschaftliche Interessen über die Belange des Gemeinwohls stellen. Wir wollen in Deutschland keine Meinungshegemonie von Akteuren wie Fox News, die ihr Geschäftsmodell in der Spaltung der Gesellschaft gefunden haben. ARD und ZDF bieten eine verlässliche und attraktive Grundlage für öffentliche Meinungsbildungsprozesse. Denn nur mit einer gemeinsamen Faktenbasis können wir über politische Lösungen diskutieren. Wenn diese Basis fehlt, herrscht die Diktatur der alternativen Fakten. Und dieser Diktatur stellen wir uns entgegen. Doch zurück zu Ihren Forderungen. Der Öffentlich-Rechtliche muss nicht einmal, wie Sie sagen, einer Bestandsaufnahme unterzogen werden. Er muss sich fortlaufend weiterentwickeln. Und das tut er. Und das werden wir weiter vorantreiben. Der ÖRR hat längst verstanden, dass er ein ständig lernendes System sein muss, wenn er technisch state of the art und am Puls der Zeit sein will. Dieser ständige Reformprozess findet statt über den Medienstaatsvertrag, der von den MinisterpräsidentInnen verhandelt und von allen Landtagen angenommen werden muss. Zu Recht sind es bei uns die Länder, die über Sendeformate ihres Rundfunks, nicht aber über die Inhalte seiner Berichterstattung entscheiden. Denn als Lehre aus dem Nationalsozialismus darf es nie wieder ein zentrales, staatlich gesteuertes Massenmedium geben. Dass Reformen im Öffentlich-Rechtlichen notwendig sind, stellt niemand in Frage. Ebenso wenig wie die Notwendigkeit mehr Transparenz, strikte Compliance-Regeln, Stärkung und Professionalisierung der Aufsichtsgremien ist selbstredend.
Für uns ist besonders wichtig, dass die Beschäftigten in den Redaktionen in ihrer Arbeit weiter gestärkt werden. Das beinhaltet natürlich die Stärkung von Mitbestimmung und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Rotierende Chefredaktionen sind kein Tabu und gespart werden kann ganz bestimmt auf den Leitungsebenen, aber eben nicht zulasten der Mitarbeitenden und der Qualität der journalistischen Arbeit. Zentral für die öffentliche Debatte über den Auftrag des ÖRR sind weitere institutionalisierte Dialogformate mit den Bürgerinnen und Bürgern, wo die NutzerInnen ihre Bedürfnisse einbringen können und der gesellschaftliche Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen diskutiert werden kann. Meine Damen und Herren hier rechts außen, Sie, die in Ermangelung eigener originärer Gedanken hier die Parolen von Steve Bannon nachplappern, wollen eine Bühne für Ihr Schmierentheater bekommen. Das werden wir im Deutschen Bundestag nicht zulassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Überraschung, die AfD will mal wieder eine Enquetekommission einrichten. Ich hatte bereits das zweifelhafte Vergnügen, die AfD in einer Enquetekommission zu erleben. Zusammenfassung: nicht präsent, oft körperlich nicht, aber vor allem inhaltlich nicht. Warum sollte das diesmal anders sein? Vielleicht deshalb, weil sie die Medienordnung eifernd bekämpfen. Dabei nutzen Sie wie keine andere Partei, die Kollegen haben es bereits angedeutet, diese Medienordnung genau für Ihre Zwecke. Sie verbreiten Fake News, Sie setzen auf Hass, Sie setzen auf Hetze, um Menschen herabzusetzen, einzuschüchtern und zu bedrohen. Sie haben zudem maßgeblichen Anteil daran, dass sich Menschen im Netz radikalisieren und schließlich auch ermutigt werden, Anschläge zu verüben. Wir haben gerade in Halle das dritte Mal Jana Lange und Kevin Schwarze, der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags auf die jüdische Synagoge und den Döner-Imbiss gedacht. Dieser Täter hatte sich maßgeblich im Netz radikalisiert. Und ausgerechnet die AfD sorgt sich um die Medienordnung. Erst legen sie Feuer und dann spielen sie sich hier als Löschbrigade auf. Nee, nicht mit uns. Und übrigens zum Umgang mit den großen Plattformen liegen seit Jahren Vorschläge vor. Da haben wir weniger ein Aufklärungs- als vielmehr ein Umsetzungsproblem. Bemerkenswert ist ebenso, dass erst die letzten Beschlusspunkte Ihres Antrages Ihren wunderbaren Lieblingsfeind, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, thematisieren. Aber im Begründungstext wird es deutlich, fangen Sie nämlich genau damit an. Es wird also klar, dass Sie zugleich nicht verstehen wollen, warum der öffentlich-rechtliche föderal organisiert wurde. Weil eben nach Goebbels zentralistischer Propagandamaschinerie die Medien dezentral und demokratisch aufgestellt sein sollten. Also liegen wesentliche Entscheidungskompetenzen gar nicht in diesem Haus, der Kollege hat es gesagt, sondern vor allem bei den Bundesländern. Wir können da mitwirken, aber eine Enquetekommission im Bundestag wäre das genau falsche Zeichen. Letztlich ist in diesem Antrag, das sei ausdrücklich angemerkt, an keiner Stelle von den Medienschaffenden die Rede, weder bezogen auf ihre soziale Situation noch auf ihre Arbeitsbedingungen vor Ort. Es sind vorwiegend AfD-nahe Veranstaltungen, auf denen Medienschaffende nur noch unter Begleitung von Sicherheitsdiensten arbeiten können. Fazit: Der Antrag ist weder inhaltlich zustimmungsfähig noch vor dem Hintergrund Ihrer medienpolitischen Vorstellungen glaubhaft. Sie wollen den Bundestag als Plattform nutzen, um die Medienordnung nach dem Vorbild Putins, Erdogans, Orbans oder Ihren sonstigen rechtsextremen Gesinnungsfreunden einzugrenzen. Keine Minute wird es Ihnen in diesem Prozess um Demokratisierung der Medien gehen. Das Wort hat der Kollege Thomas Hacker für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja noch gar nicht so lange her, da durften oder mussten wir uns an einem Freitagnachmittag in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD über den öffentlichen Rundfunk unterhalten. Wirklich Neues gab es damals nicht. Der erste Redner versprach, dass der zweite Redner etwas ankündigen wolle. Und das tat er dann auch. Er kündigte an, dass seine Fraktion einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringt. Aha. Der Rest war das bekannte Geschwurbel, der oft vorgetragene Hass auf Journalisten und Medienschaffende, das Lamento über Ungerechtigkeiten und Unverstandensein, das Übliche halt. Die Kollegen vom rechten Rand haben aber tatsächlich Wort gehalten. Sie haben einen Antrag angebracht, keinen Antrag, in dem sie ihre Vorstellungen und Reformideen für die Medienlandschaft in Deutschland aufzeigen. Vielleicht gibt es die ja auch gar nicht. Stattdessen wollen sie eine Enquete-Kommission einberufen, auch gut. Oder eben nicht. Denn während die bisherigen Enquete-Kommissionen die großen Themen und Herausforderungen ihrer Zeit einer umfassenden, tiefen und ausgewogenen Diskussion und Durchleuchtung unterzogen, ist das durch den vorliegenden Antrag gar nicht erst vorgesehen. Schon bei den zu diskutierenden Fragestellungen werden die Stichworte vorgegeben. Haltungsjournalismus, Mainstreaming, selektive Nachrichtenauswahl. Eben das, was Sie in Ihren Redebeiträgen schon immer präsentiert haben, eben das, womit Sie glauben, Ihre Filterblase zu befriedigen. Sie stellen die deutsche Medienordnung in Frage und wollen die Legitimität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überprüfen. Sie wollen die Axt anlegen an das Fundament unserer freien, pluralistischen Medienordnung. Wir nicht. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Staatsferne, das gleichberechtigte Nebeneinander von privaten und öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen, föderale Verantwortlichkeit. All das ist durch unser Grundgesetz geschützt, und wir werden es verteidigen. Ja, es ist kompliziert. Abstimmungsprozesse, Staatsverträge, Landes- und Bundesebene und Europa. Aber gerade die föderale deutsche Medienordnung wurde in den Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland aus den bitteren Erfahrungen am Ende der Weimarer Republik gewählt, zum Schutz der Freiheit und der Vielfalt. Natürlich verändern sich die Medienlandschaften rasant. Nein, danke. Zeitungsverlage sterben. Die jüngeren Generationen beziehen ihre Informationen aus dem Netz, begegnen dort Fake News und Hasskampagnen. Unsere Medienlandschaft ist durch Disruption geprägt. Die Sendeanstalten, Verlagshäuser und Medienunternehmen müssen selbst erst eine Antwort darauf finden. Das betrifft Programminhalte genauso wie Geschäftsmodelle. Voraussetzung für Medienvielfalt sind aber lebendige und zahlreiche Medienhäuser und Sendeanstalten. Es ist unverständlich, dass Vorschläge zur Presseförderung immer noch nicht vorliegen. Hier hat sich in der letzten Wahlperiode bereits die Große Koalition lächerlich gemacht. Herr Habeck, Frau Branden ist zwischenzeitlich auch weg, Frau Roth, kommen Sie endlich in die Puschen. Mit Gutachten allein und dem Warten darauf werden Sie das Zeitungssterben nicht verhindern. Die Zeit drängt. Und wer in diesem Zusammenhang die Nase über Anzeigenblätter mit redaktionellem Inhalt rümpft, hat keine Ahnung davon, wie die Informationsversorgung im ländlichen Raum funktioniert. Ganze Generationen und hier die Älteren haben im ländlichen Raum genau diese Anzeigenblätter oft als einzige Informationsquelle für regionale Nachrichten. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger hat recht, wenn er die großen Herausforderungen der Medienordnung der Zukunft darum sieht, ob sich meinungsbildende Qualitätsinhalte auch in Zukunft noch unternehmerisch lohnen. Und ja, auch der öffentliche Rundfunk muss sich der kritischen Diskussion stellen. Die Vorschläge von kundigen Privatpersonen wie Tom Buro überhäufen sich und sind radikaler als vor einigen Monaten noch vorstellbar. Aber auch hier tragen wir eine Verantwortung, Reformprozesse anzustoßen, die Diskussion mit den Ländern zu suchen und gleichzeitig die Stärken des öffentlichen Rundfunks nicht zu zerreden. Keine Enquete-Kommission ersetzt, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Länder selbst leisten müssen. Gerade in Zeiten von Polarisierung und Desinformation müssen die Sendeanstalten glaubhaft und breit informieren und ihre zentralen Beiträge dafür leisten, dass wir eine offene, vielfältige, tolerante und demokratisch gefestigte Gesellschaft bleiben. Liebe Kolleginnen
und Kollegen. Es ist unsere Aufgabe, den rasanten Veränderungsprozess in der weltweiten Medienlandschaft vernünftig auch regulatorisch zu begleiten. Es ist unsere Verantwortung, die Werte unseres Grundgesetzes, die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Es ist unsere Pflicht, durch eine vielfältige, lebendige Medienlandschaft Informationsquellen für alle Menschen zu ermöglichen, für jung und weniger jung, in der Großstadt wie im ländlichen Raum. Damit schützen wir Freiheit und Vielfalt. Damit stärken wir unsere Demokratie. Danke. Der guten Ordnung halber mache ich darauf aufmerksam, dass wir hier im Präsidium nicht alle Zwischenrufe, die bisher in dieser Debatte gefallen sind, akustisch hier wahrnehmen konnten. So habe ich mir das Vorabprotokoll hierher zur späteren Prüfung bestellt und werde überprüfen, ob es Dinge gibt, die in irgendeiner Weise noch einmal zu würdigen sind. Das Wort hat die Kollegin Katrin Butte für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und wird feste Säule unserer Medienlandschaft sein. Er ist wichtig als unabhängiges Medium, das breite gesellschaftliche Themen mit regionaler Tiefe verbindet. Er ist grundsätzlich nur der breiten, parteiunabhängigen Information verpflichtet. Und natürlich muss auch Unterhaltung dabei sein, Sport, Kunst und Kultur. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unverzichtbar für unsere Demokratie. Gerade die Kombination aus einem starken öffentlich-rechtlichen und starken privaten Rundfunk sorgt in Deutschland dafür, dass es eine breite Meinungsvielfalt gibt. Die Meinungsfreiheit, grundgesetzlich geschützt, bietet beiden die Möglichkeit zu unabhängiger Berichterstattung. Und mit den sich verändernden Medienkonsumgewohnheiten, da beschäftigt sich der öffentlich-rechtliche übrigens von Anfang an. Ich war in alter Funktion mehrere Jahre im ZDF-Fernsehrat. Das Reagieren auf und Verändern von Formaten seit dem Aufstieg von Social Media und der Ausbreitung der Online-Formate, das war nie das Problem. Das Problem war immer, dass die Konkurrenz zum Öffentlich-Rechtlichen, die privaten Medienmacher in den Gremien saßen und sitzen. Und sie wollten und haben, das kenne ich aus eigenem Erleben, die Möglichkeit des Öffentlich-Rechtlichen begrenzt zu reagieren, weil sie eben diese Konkurrenz nicht wollten. Ich kann mich an zauberhafte Debatten erinnern. Richtig ist aber auch, dass alles, was lange in ziemlich ruhigen Bahnen und mit gutem Finanzierungshintergrund läuft, Gefahr läuft, träge zu werden und angreifbar für Fehler und Fehlverhalten. Und deshalb wird diesmal zu Recht tiefer und anders diskutiert, wenn es um die Reform und Modernisierung des Öffentlich-Rechtlichen geht. Die Diskussionen sind stärker struktureller Art, inhaltsgetrieben und weniger nur finanzierungsgetrieben. Und das ist gut. Für mich steht die Frage, die die AfD aufwirft, nach der Legitimität und Notwendigkeit des Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht. Diese Fragen sind für mich beantwortet. Ja, der Öffentlich-Rechtliche ist legitim und ja, er ist notwendig. Für mich ist aber die Idee von Herrn Bourau, auch wenn es wie so oft in der Natur der Sache liegt, dass man solche grundlegenden Veränderungsvorschläge erst am Ende der eigenen Karriere im Öffentlich-Rechtlichen macht, aber wer werfe da den ersten Stein, eine sehr grundsätzliche Diskussion zu führen über Struktur und Inhalt und das Erschließen von Synergien, der Zusammenlegung bestimmter Teile, die finde ich richtig und wichtig. Denn schon jetzt verfängt ja das Gerede derjenigen, die den Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich in Frage stellen und abschaffen wollen. Für mich sind die dahinterliegenden Absichten sehr durchsichtig, aber es verfängt leider bei zu großen Teilen der Bevölkerung. Und deshalb ist es wirklich dringend geboten, 12:02 um Vertrauen und Akzeptanz für den so dringend notwendigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu erarbeiten. Und danke an die AfD für den Redebeitrag, denn dadurch ist mir noch mal sehr viel klarer geworden, auch hier öffentlich, und es ist gemacht worden klarer, warum es Ihnen wirklich geht. Während Sie ja in der Begründung sich noch auf verschiedene Zitate berufen haben und die genutzt haben, haben Sie hier ganz klar gesagt, worum es Ihnen geht. Nämlich, es passt Ihnen nicht, was und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. Das wird keine Enquete-Kommission lösen können. Und deshalb brauchen wir sie auch nicht. Herzlichen Dank auch für die Selbstbeschränkung, was die Redezeit betrifft.
Das Wort hat der Kollege Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir versuchen es, was die Redezeit anbetrifft. Ich bin nicht geneigt, mich bei jedem hingeworfenen Stöckchen jeweils immer wieder aufs Neue aufzuregen. Manchmal ist es eine Last, vielleicht als Jurist zu sagen, man kommt mit der Prüfung relativ kurz zu Ende. Dieser Antrag wäre unzulässig. Das wären nur 20 Sekunden Redezeit. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Das ist völlig in Ordnung. Das wurde jetzt so eingestellt. Das war noch die Zeit, die die Kollegin übrig gelassen hat. Danke. Vielen herzlichen Dank. Aber man könnte da zu Ende kommen, selbst wenn man es kamoufliert mit dem Begriff Medienordnung. Vielen herzlichen Dank. Die Medienordnung ist durch das Grundgesetz vorgegeben und ansonsten ist es eine Zuständigkeit der Länder. Wir können uns selbstverständlich Gedanken dazu machen. Aber das Wort Enquête aus dem Französischen von befragen, befassen, untersuchen ist natürlich insofern interessant, weil man das Ergebnis ja gleich vorne wegnimmt. Also was da rauskommen soll, steht dann in so einem Antrag auch schon drin. Das hilft am Ende des Tages tatsächlich nicht weiter. Und es ist mir relativ egal, wie diese Diskussion läuft, ob das self-fulfilling prophecy ist, dass man eine Institution hat, an der man sich abarbeiten muss jeden Tag. Es gab Zeiten, da war doch kein einziges Sofa im öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk ohne AfD zu denken und bespielt von ihnen. Also zu sagen, man käme da nicht vor, ist irgendetwas, was allenfalls noch mit Realitätsverdrängung zu tun und zu beantworten ist. Jetzt geht es ein Stückchen weiter. Herr Frieser, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Frömming? Frau Präsidentin, die Nachfragen und Zwischenbemerkungen der AfD haben das Niveau der Debatte nicht gehoben. Deshalb vielen herzlichen Dank. Aber nein. Heute, just zu diesem Augenblick, war Herr Plassberg bei Pioneer One mit Genehmigung zu zitieren, doch auch ein wirklich durchaus interessanter Geist, der da gleichzeitig mal gesteht, er habe letzten September die Grünen gewählt, aber der schon auch warnt vor dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut, der gerne auch mal warnt vor politisch korrektem Übereifer, der in der Berichterstattung gerne mal in der Flughöhe über das, was den Lebensalltag der Menschen ausmacht, hinweggleitet. Und dass wir einen Reformbedarf haben, der übrigens ein Prozess ist. Und Frau Kollegin Budde, ich kann mich an Diskussionen erinnern zwischen Union und SPD. Da war die SPD von der Frage privater Rundfunk nicht so wahnsinnig begeistert. Ist schon ein bisschen her. Also, dass sich was ändern kann und was ändern muss, hat jetzt wahrlich nicht erst der Reformbedarf beim RBB gezeigt, sondern dass es hier wirklich auch strukturelle Probleme gibt, die eben gerade nichts mit der Frage des Inhaltes zu tun hat. Die drei Säulen. Es scheint mir das pädagogische Prinzip der Wiederholung zu sein. Das muss man halt immer wieder sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Auftrag in drei Säulen. Das ist die Information, die Bildung und die Unterhaltung. All das müssen wir vorfinden. Dass es sich dabei um ein Spannungsfeld handelt, weil von den ursprünglichen Sendeanstalten und auf der anderen Seite den freien Printmedien der Content ja mittlerweile nahezu nicht mehr zu unterscheiden ist. Wenn Sie auf die Medienseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen und auf die der privaten Medien oder Printmedien, dann sehen Sie kaum mehr einen Unterschied. Und das Problem ist, die Last müssen leider Gottes die Mitarbeiter tragen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sogenannten festen Freien, die müssen dafür sorgen, dass der Artikel, dass die Überschrift, die Unterüberschrift, das Filmchen, das Bildchen und kommt. Und das ist manchmal tatsächlich nicht optimal, weder bezahlt noch vom Zeitdruck her zu akzeptieren. Das hat die Mitarbeit der Politik in den Rundfunkreden nicht besser gemacht bisher. Man darf sich also schon die Frage stellen, ist es der richtige Ort, in der politische Mitwirkung an dieser Stelle da ist? Wir müssen sagen, dieser Reformbedarf muss nicht nur dort diskutiert werden, sondern ja, der muss auch öffentlich diskutiert werden, weil es wenigstens auch um die Frage des Contents in den Mediatheken geht, über die Frage der Nutzergewogenheit. Wie komme ich an Informationen, die ich haben will? Das Lineare ist etwas, was generationenübergreifend nicht mehr so sehr geschätzt wird. Da hinken wir hinterher.
Und diese Diskussion dürfen wir uns aber nicht kaputt machen lassen vom falschen Impetus, vom falschen Auftakt und vom falschen Aufriss, sondern wir sollten konstruktiv an der Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien tatsächlich miteinander arbeiten. Vielen Dank. Danke. Zu einer Kurzintervention erhält der Abgeordnete Frömming das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Herr Kollege Friesen, ich hätte Ihnen gerne eine sachliche Ich hätte Ihnen gerne eine sachliche Zwischenfrage gestellt, aber vielleicht hätte Sie das aus dem Konzept gebracht. Ich möchte Sie nämlich fragen, kennen Sie das Dokument mit dem Titel Laufende Aktivitäten der Ressorts und Behörden gegen Desinformation? Wenn Sie das sich mal anschauen, vielleicht haben Sie es ja angeschaut, das liest sich so wie aus dem Kasten der Verschwörungstheorie. Darin wird beschrieben, wie Behörden, Bundesministerien und so weiter ganz konkret mit den Medien, die ja frei und unabhängig berichten sollen, zusammen kooperieren, um eine bestimmte öffentliche Meinung herzustellen. Ich habe gedacht, das kann gar nicht wahr sein, dass es so ein Dokument gibt und dass unsere Bundesregierung, die Ministerien so etwas machen, und habe deshalb eine Nachfrage an die Bundesregierung gestellt, ob denn dieses Dokument echt sei. Und siehe da, die Bundesregierung hat bestätigt, das Dokument ist echt. In diesem Dokument wird übrigens weiterhin ein sogenannter Liebe-Freunde-Brief erwähnt, der nur an bestimmte Abgeordnete dieses Parlaments geschickt worden ist. Interessanterweise natürlich nicht an die Abgeordneten der AfD-Fraktion. Interessanterweise, sehr geehrter Herr Kollege Friese, auch nicht an die Abgeordneten der CDU. Ich weiß nicht, sind Sie jetzt auch keine lieben Freunde mehr? Also, Kollege Friese, wenn Sie das hören, was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, bleiben Sie dann immer noch bei der Meinung, so wie Ihre Vorredner auch, dass doch eigentlich alles mit unserem öffentlichen Rundfunk und der Staatsferne bzw. Nähe hier zum Besten bestellt sei? Sie haben die Möglichkeit zur Antwort. Der Empfehlung von Kollegen Wanderwitz zu folgen, soll ich einfach Nein sagen. Aber es kommt dann doch etwas kurz rüber. Frau Präsidentin, ich habe mich bemüht, die Redezeit einzuhalten. Das ist jetzt wirklich nicht meine Verantwortung. Herr Frömming, also ich verlange ja nicht von jedem, dass er zuhört, auch nicht bei solchen Reden. Ich verlange auch nicht, dass er den Inhalt sofort begreift, auch nicht bei solchen Reden, will aber nicht arrogant werden an dieser Stelle. Keiner der Redner hier hat betont, dass alles in Ordnung ist. Also da muss man dann schon wirklich auch geneigt sein, in eine Diskussion miteinander zu treten. Das ist das eine. Dass es Fehler gibt, das ist selbstverständlich. Und deshalb, wenn Sie zugehört hätten, habe ich jetzt in der Tat mich eines fremden Zitates bedient bei Herrn Plasberg, der sagt, politischer Übereifer, der zumal auch spürbar wird, ist etwas, wovon der öffentlich-rechtliche Rundfunk, übrigens wie andere Medien auch, nicht gefeit ist. Das erhöht gerade die Kontrolle, die wir als Parlament, die wir als Politik haben. Und deshalb hat es überhaupt keinen Sinn, alles outzusourcen. Wir geben jede Form von politischer Verantwortung ab. Wir haben schon mal die Frage der Finanzierung outgesourced, macht jetzt eine Kommission. Sie machen den Vorschlag, nehmt es doch in eine Enquete-Kommission. Also wir müssen uns als Politik schon selber darüber einig werden, wie wir die Kontrolle, zwar nicht die inhaltliche, sondern ausschließlich die logistische Kontrolle, tatsächlich der Reformbedürftigkeit des öffentlichen Rundfunks regeln. Dafür braucht es tatsächlich Ihres Hinweises nicht. Danke. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 3949 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.